So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil dieser ganzen Reihe hier und damit zum ersten, na, richtigen Teil in Anführungszeichen, wobei ich die Einführung halt eben durchaus auch wichtig gefunden habe, sonst hätte ich die ja nicht gemacht. So, ich mache es mir bequem und dann können wir loslegen. Und zwar starten wir mit dem Luchs. Generelles zu Morphologie und entsprechend Verhalten, Biologie, Reproduktionsbiologie, Verbreitung, da halte ich mich ein bisschen zurück, weil die ganze Frage der Verbreitung eben ein Teil der Diskussion um die Wiederansiedlung von Luchs und Wildkatze ist, beziehungsweise den Schutz von Luchs und Wildkatze, weil beide müssen ja nicht vollständig wieder angesiedelt werden, weil sie beide geringsten Mengen in Deutschland ja durchaus vorkommen. Und das durchaus könnt ihr streichen, sagen wir, sie kommen vor. Denn durchaus reicht es nicht. So, und damit legen wir jetzt auch gleich los. Und der erste Punkt ist quasi, nachdem ich ja schon ein bisschen was erzählt habe, eben in der Einführung, wie sieht denn jetzt so ein Luchs aus? Ganz paar Bilder zum Einblenden habe ich, die werde ich so nach und nach mal einblenden. Die sind natürlich alle nicht von mir, sondern mehr oder weniger aus Wikimedia Commons, also Wikipedia, Bildverzeichnis und so weiter und so fort. Ist alles urheberrechtsfreies Material, das man so lange verwenden darf, wie das entsprechende Video, in dem sie verwendet werden. Zum Beispiel ein Video, es könnte auch ein Text oder sonst was sein, unter gleichen Bedingungen weitergegeben wird. Meine Videos sind generell auch urheberrechtsfrei und dürfen quasi ja, woanders auch entsprechend verwendet werden, unter Namensnennung meiner Person allerdings, bitte. Deswegen funktioniert das. Das nur am Rande angemerkt zur rechtlichen Situation, damit mich hier keiner auf die Idee kommt, irgendwie verklagen zu wollen. Und jetzt zum Luchs. Und wie sieht denn so ein Luchs aus? Generell ist der mitteleuropäische Luchs ein sehr kleiner Vertreter innerhalb des Spektrums der möglichen Luchsgröße. Wir haben es bei, da muss ich kurz nachlesen, bei uns eben bei Weibchen, beziehungsweise in der Schweiz, da hat man es genauer gemessen, 16 bis 20 Kilo bei Weibchen. Das ist ja jetzt noch recht überschaubar. Eine gute Freundin von mir hat einen sehr fetten Kater, der hat 11 Kilo. Also gar nicht mal, ne? Also das ist allerdings auch ein sehr fetter Kater, muss man zur Verteidigung eben entsprechend hinzufügen. Männchen wären dann 20 bis 26 Kilo. Eben das kann man auch so ein bisschen auf die deutschen Luchse übertragen. Die werden auch in diesem Bereich irgendwie liegen. Kopfrumpflänge ist 80 bis 120 Zentimeter. Männchen sind die etwas 100, eher 120 Darmwesen. Die Weibchen sind eher die 80 Wesen. Aber das schwankt deutlich stark. Da wir es gerade bei den Körpermaßen haben, die sind auch tatsächlich das einzige morphologisch von weiter weg potenziell erkennbare Unterscheidungsmerkmal, um männliche und weibliche Luchse auseinanderzuhalten. Mehr gibt es da nicht. Die sehen sonst vom Erscheinungsbild genau gleich aus. Also zum Beispiel, der Luchs hat so einen interessanten Backenbart. Den haben Weibchen wie Männchen. Also der taugt jetzt nicht, um damit irgendwen identifizieren zu wollen. Und wenn es nur die Größe bzw. das Gewicht gibt, um Männlein und Weiblein auseinanderzuhalten, dann hat man quasi überhaupt keinen Anhaltspunkt, weil es gibt ja eher große Männchen, eher kleine Männchen, eher große, eher kleine Weibchen. Und wie es da genau war, wer da jetzt was ist, das kann man einfach nicht feststellen. Demzufolge im Gelände kann man nur sagen, ein Luchs, ob Männlein oder Weiblein, weiß niemand. Kann man nicht feststellen. Auffällig und durchaus auch als ästhetisch ansprechend ist die zu bezeichnen ist die Fellfärbung. Es geht von hellem Braun bis hin zu einem deutlichen Rotton, also vergleichsweise deutlich, knallrot natürlich nicht, aber doch schon fast schon fuchsrot, fast schon ein nicht ganz so rotes Fuchsrot kann sein. Dann ist er eher an der unteren Körperhälfte, also wenn man sich den Oberkörper im Querschnitt vorstellt, die eher untere Hälfte, ab da beginnt er teilweise, das muss nicht, das kann auch gepunktet zu sein, also so ein bisschen leopardenartiges Muster. Und oft sind Bauch und Brust und die Kehle auch gelegentlich, relativ häufig sogar, sind dann eben weißlich,
so beige bis weiß eben entsprechend. Man muss beim Felder noch dazu sagen, im Sommer ist die Fellzeichnung deutlich ausgeprägter. Beim Winterfell ist es eher weniger kontrastreich. Also die Punkte sind im Sommerfell deutlicher zu erkennen, zum Beispiel, wenn Punkte vorhanden sind. Flecken, 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 nicht Punkte. Als beim Winterfell, da gehen sie teilweise sogar vollständig verloren. Man muss sagen, so ein Sommerfell beim Luchs, das ist eher so ziemlich kurze, kratzige Haare. Besonders kuschelig wäre er da nicht. Also generell möchte ich nicht empfehlen, mit dem Luchs zu kuscheln. Der zerschneidet einen zu kleinhandlichen Teilen mit den Krallen. Aber es wäre auch nicht besonders angenehm im Sommer. Im Winter hingegen hat der Luchs definitiv eins der dichteren, weicheren Felle im Tierreich. Da könnte man schon durchaus drüber nachdenken. Und dementsprechend ist er natürlich eben auch aus Fellgründen gejagt worden. Hauptgrund für die Nachstellung des Luchses war aber einfach, weil er da war und weil er ein böses Raubtier gewesen ist, das ja ganz viele arme, 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 wichtige Tiere, die zur Jagd wertvoll waren, entsprechend gerissen hat. Das war mehr so das Argument, als dass man unbedingt den Pelz vom Luchs haben wollte, der aber im Prinzip eigentlich ein sehr guter Pelz wäre, wenn man jetzt darauf angewiesen wäre, aus dem tatsächlich irgendwie Kleidung herstellen zu müssen. Ein weiteres Merkmal vom Luchs ist definitiv der sehr kurze Schwanz. Das ist auffällig unter den Katzenartigen. Ich glaube, der Luchs hat diesbezüglich auch den kürzesten zur Gesamtmasse, den kürzesten und kleinsten Schwanz innerhalb der Feliden, also den Katzenartigen. Der wird vielleicht 20 cm lang, teilweise vielleicht noch ein bisschen länger, endet abrupt, stumpf, ohne spitz zuzulaufen. Über seine gesamte Länge sieht er mehr oder weniger so aus, als wäre er gleich dick. Also immer so statt so. Und am Ende hat er noch eine schwarze Quaste. Also das Ende ist immer schwarz. Das ist eigentlich auch schon fast charakteristisch für den Luchs. Er hat auffallend lange Beine. Zur Gesamterscheinung sind die wirklich sehr lang. Die können 50 bis 60 Zentimeter sogar lang werden. Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Das dient wahrscheinlich dazu, dass er aus der Deckung besser rausspringen kann, um sich seine Beute dann quasi sofort zu schnappen. Eben bei dieser Sprungaktion und den ersten 2 oder 3 Schritten, die er aus der Deckung heraus macht, da ist er super besonders schnell und das ist wohl geschätzt bis zu 70 km/h, was er da erreicht und ist damit Deutschlands schnellstes Land-Wald-Tier. Kurzfristig, allerdings halt eben nur sehr kurzfristig. Bemerkenswert, da wir gerade von den Beinen sprechen, sind auch auf jeden Fall die Pfoten. Die sind nämlich äußerst breit. Das sind so eine Art Schneeschuhe bzw. Winterreifen, wenn man so möchte, zwischen den Zehen, die ein bisschen auseinanderstehen. Also man kennt ja von der Hauskatze, die hat ja recht dicht beieinander ihre Zehen. Generell sind Katzen alles Zehengänger, die laufen alle auf ihren Zehen. Also wenn man quasi so rumlaufen würde, fingertechnisch, also nur mit den 4 Vordersten, ohne Daumen, dann wäre man quasi eine Katze. Ne? Und das gilt eigentlich für, ich sag mal ganz vorsichtig, fast alle Katzen. Es mag da auch bestimmt wieder noch eine Ausnahme geben. Hat die Zehen auseinandergespreizt, hat dazwischen Fell. Besonders dichtes Spezialfell, besonders starkes Spezialfell, einfach um die Gesamtfläche seiner Pfoten zu erhöhen, dass er besonders große Pfoten hat. Und das ist quasi als Schneeschuh-Effekt gedacht. Er kommt dann auf etwa 30 bis 50 Gramm Gewicht pro Quadratzentimeter Pfote. Und das ist erstaunlich wenig, muss man sagen. Da kann man also schon ganz gut dran sehen, dass er offensichtlich wirklich ziemlich große Pfoten für sein Verhältnis hat. Das heißt, bei einigermaßen angefrorenem Schnee, auf dem man noch so ein bisschen Tragkraft hat, da kann der Luchs dann relativ gut noch drauf laufen. In Reh
oder gar ein Hirsch kann das dann nicht mehr. Sollte also ein Luchs tatsächlich mal einen etwas jüngeren Hirsch, also ein Kalb natürlich, dann entsprechend mal reißen, dann wäre der Winter die geeignete Zeit, um das zu tun. Damit ist er grundsätzlich sowieso ein sehr gut an den Winter angepasster Jäger mit diesen Schneeschuhen, weil während das Reh halt immer wirklich bei jedem Hopser so weit einsinkt in den Schnee, wie irgendwie nur geht, Rehe sinken sofort ein. Die haben ja wirklich ganz kleine Füßchen verglichen zu ihrem Gewicht. Hufe, aus zwei Zehen bestehend übrigens, Paarhufer. Und der kann sich die dann relativ einfach holen, weil er halt eben mit deutlich weniger Kraftaufwand auf dem Schnee laufen kann, wo die Beute halt eben entsprechend einsinkt. Selbst wenn er einsinkt durch seine langen Beine, kommt er dann auch immer noch relativ gut voran. Man kann so ungefähr sagen, bis 50 cm Schneetiefe kommt der Luchs noch wunderbar zurecht und es scheint ihn nicht besonders zu stören. Ab 50 cm, spätestens bei einem Meter, wandert er dann auch ab ins Tal, dann wird es ihm zu krass. Hat man auf jeden Fall schon beobachtet und das sind auch gut belegbare Beobachtungen, weil halt eben aus der Schweiz, da hat man jede beliebige Schneetiefe, die man so braucht und hat auch eben relativ stabile Luchsbestände. Die Schweiz ist, was den Luchs angeht, quasi das Musterländle und kann da wirklich auch sehr gut eben entsprechende Untersuchungen anstellen. Also wenn wir verlässliche wissenschaftliche Daten zum Luchs haben, dann haben wir sie, also zu dem hiesigen Luchs haben, dann haben wir sie eigentlich nur aus der Schweiz. Woanders kommen die fast schon nicht her. Nochmal zu den Pfoten. Auch am Rand der Pfoten befinden sich wieder diese Schneeschuhhaare, die dann also auch nach außen quasi als zusätzliches Polster fungieren. Guckt man sich mal wirklich diverse Bilder vom Luchs an, wo er mal irgendwie da eine Pfote ausstreckt, es fällt richtig auf, was für große Pfoten der für eine Katze hat im Vergleich zum Rest. Noch besser ausgeprägt und noch krasser sind diese Schneeschuhpfoten beim Schneeleopard. Die gibt es zum Teil sogar auch in Zoos zu beobachten. Das ist so meine persönliche Lieblingskatze. Also ist auch ästhetisch eigentlich fast schon eins der schönsten Tiere der Welt, finde ich. So ein Luchs. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich lange gesträubt habe, jetzt mal endlich ein Luchs-Video zu machen. Die finde ich nicht besonders hübsch, ehrlich gesagt. Das Gesicht ist ganz hübsch. Die Pinselohren, zu denen kommen wir gleich noch, finde ich eher albern, als dass die gut aussehen. Mich stört dieser blöde kurze Stummelschwanz und die langen Beine machen das Gesamtbild irgendwie auch asymmetrisch. Also ich persönlich, das ist sonst ein tolles Tier, klar, gar kein Problem, aber besonders hübsch finde ich den jetzt nicht, insbesondere nicht im Vergleich zu so einem wunderschönen Schneeleopard mit diesem extrem langen Schwanz. Der kann sich ja einmal in seinem gesamten, mit seinem gesamten Schwanz zudecken, bis zur Nase. Naja, das war jetzt wieder ein gewisser Exkurs. Zum Erscheinungsbild wäre dann auch der Kopf eben entsprechend zu erwähnen. Das hervorstechende Merkmal sind eben diese besagten Pinselohren. Die Ohrenpinsel mögen ein bisschen komisch aussehen. Sie mögen manchen Leuten auch super gut gefallen. Was sie aber auf jeden Fall sind, ist eine Antenne. Und mit diesen Antennen kann er quasi noch besser orten, woher das Geräusch kam. Man vermutet, dass er tatsächlich diese Haare irgendwie so empfindlich sind, dass da Schallwellen in irgendeiner Form eine winzig kleine Bewegung auslösen, mit der er aus welchem Grund auch immer genau sagen kann, woher das jetzt gekommen ist. Vermutet man. Ein böser Zoologe, Wissenschaftler, hat mal bei in Gefangenschaft lebenden Luchsen die Ohrpinsel abgeschnibbelt, beim betäubten Tier im Übrigen. Und hat vorher Versuche gemacht, wie weit hören die denn entsprechend Geräusche und hat danach nochmal dieselben Versuche gemacht. Und die haben genauso gut gehört im Sinne von, da ist was. Sie wussten aber nicht mehr so gut, wo genau das ist, was da ist. Also die sind schon erhebt und die Unterschiede waren schon deutlich. Also diese Pinsel müssen offensichtlich wirklich wichtig sein und eine große Funktion haben. Das ist ja bei Haaren bei Katzen, auch bei den Schnurrhaaren, ja auch relativ weit verbreitet, dass die eben wichtig sind zur Orientierung und durchaus eine Funktion haben. Und Katzen, denen man die Schnurrhaare abschnibbelt, die haben ja auch deutliche Schwierigkeiten, zurechtzukommen. Das eben auch wieder nur noch am Rande angemerkt. Dieser Backenbart, den er dann noch hat, nicht so elegant ausrasiert wie meiner. man
überlegt, ob der vielleicht auch eine akustische Funktion hat, dass das also quasi dazu dient, dass das Gesicht ein bisschen mehr oder weniger einen Trichter bildet, um besser eben den Schall aufnehmen zu können. Aber nachweisen kann das keiner. Das ist also bloß eine mehr oder weniger spekulative Vermutung. Gegen die Optikthese spricht dann allerdings, dass Männlein und Weiblein das haben. Wenn nur Männlein das hätte, dann könnte man sagen, das ist quasi wie die Mähne beim männlichen Löwen. Zum Frauenbeeindrucken schleppt man halt eben zusätzliches Haar mit sich rum. Anders als bei uns. Bei uns wird das Haar eher weniger und dann setzen wir uns einen Hut auf. Wie dem auch sei, jedenfalls, man weiß es nicht, wozu dieser Backenbart wirklich gut sein soll. Ganz wichtig und charakteristisch, gerade beim Luchs, ist dieses typische, stark ausgeprägte Katzengebiss mit der kurzen Schnauze, aber enormer Beißkraft, weil halt sämtliche Muskeln, die zum Beißen erforderlich sind, quasi um den gesamten Kopf herumlaufen und das Fleisch, in Anführungszeichen, um den Kopf besteht eigentlich im Wesentlichen nur aus zwei Komponenten. Muskeln für die Ohren, dass du die in alle Richtungen drehen kannst. Muskeln für den Kiefer. Die Nackenmuskulatur, die sitzt ja dann schon da hinten, ne? Also auf dem oberen Rücken sitzt die Muskulatur zum Kopf bewegen. Alles, was am Kopf angebracht ist, ist zum Zubeißen und zum Ohrendrehen. Und das war es dann im Wesentlichen allerdings auch. Gebisstechnisch ist es deswegen so besonders, weil der Luchs diesbezüglich eine speziell angepasste, sehr katzenartige Katze ist, wenn man so möchte. Katzen haben ja generell immer ein reines Raubtiergebiss ohne irgendwelche Mahlzähne. Und der Luchs ist da wirklich die Creme de la Creme. Er hat außerdem noch besonders wenig Zähne und die, die er hat, sind wirklich ausschließlich zum Fleisch zerschnibbeln und zum Fleisch festhalten, töten quasi gedacht. Und mit 28 Zähnen hat er dann damit sogar noch zwei Paar, Quatsch, zwei Zähne weniger als die meisten Katzen und ich glaube ich, da möchte ich mich zwar nicht für ins Feuer legen, aber ich glaube, es ist die Katze mit den wenigsten Zähnen. Nicht, dass das irgendeine besondere Bewandtnis hätte, aber es ist ein stark ausgebildetes, absolut spezialisiertes Raubtiergebiss. So krass, ist es eher selten. Zur Verbreitung. Wie gesagt, da wollte ich mich relativ kurz fassen. Nach der Eiszeit, als die so langsam rum war, mit der er wahrscheinlich ganz gut zurechtgekommen ist, weil wir haben ja schon gesagt, Schnee macht ihm jetzt nicht so viel aus, anders als eben unsere Hauskatze, die ja noch vom Verhalten her und von ihrer Abneigung gegenüber Wasser und so einem Krempel, ne, also inklusive Schnee, ja doch eher noch an die Wüstenkatze erinnert, die sie ursprünglich mal gewesen ist. Die brauchen ja auch wenig Wasser, Hauskatzen, vergleichsweise. Man sollte ihnen ja schon mal ein Schüsselchen hinstellen, aber vergleichsweise doch eher wenig. Und da merkt man es teilweise halt doch noch, je nachdem, wie viel Wüstenkatze in der jeweiligen Hauskatze steckt oder wie viel hiesige Wildkatze drin steckt. Das ist immer so ein bisschen eine gewisse interessante Fragestellung immer für mich, wenn ich mit entsprechenden Katzen zu tun habe. Wie viel von was ist da jetzt drin? Aber jedenfalls der Luchs, anders als eben unsere hiesige Hauskatze und auch deutlich besser als die Wildkatze, zu der wir dann noch kommen, ist eigentlich eine Katze von Winter. Also eine Katze, die durchaus klimatisch was wegstecken kann. Das Verbreitungsgebiet geht mehr oder weniger von Frankreich bis an die Nordhänge des Himalaya. So richtig nach Sibirien rein ist er da nicht mehr so ganz gekommen. Und das meint jetzt unseren Luchs. Damit kommen wir auch weltweit auf global gesehen eine ganz ordentliche Luchspopulation, weil eben gerade die Bereiche da im Himalaya, so ganz vorsichtig Himalaya vorgelagerten Bereich, da hinten, wo die Bevölkerungsdichten eben nicht mehr so hoch sind, die sind eigentlich ganz stabil. Da geht es ganz gut, weil da wohnen ja nicht so viele Leute, die ihn auch eben entsprechend bejagen würden. Deswegen kommen wir, glaube ich, auch weltweit, habe ich irgendwo gelesen, 50.000 Exemplare für eine Tierart, die enorm riesige Reviere hat und einen riesen Platzbedarf für ihre Lebensweise, ist das eine ganz ordentliche Zahl. Wenn wir jetzt nur noch 50.000, keine Ahnung,
Heuschrecken oder was weltweit hätten, dann wäre das ein furchtbarer Aufschrei und oh Gott, die Heuschrecke ist stark bedroht und kurz vorm Aussterben. Beim Luchs sagt man quasi, für die weltweite Population ist ganz in Ordnung. Vorsichtig ausgedrückt. Die Ansprüche an die Größe einer Population einer sympathischen Tierart wie dem Luchs werden auch immer weniger. Ne? Also man könnte jetzt auch mit 5000 Exemplaren weltweit, könnte man immer noch sagen, ah, das ist ja noch einigermaßen in Ordnung. Man hatte einfach keine Ansprüche mehr, wenn man sich mit der Thematik seltene Tierarten auseinandersetzt. Ja, in Europa bzw. Mitteleuropa bzw. Deutschland sieht die Situation ganz, ganz anders aus. Da gibt es wirklich nur sehr, sehr wenig Luchse und der ist quasi, ich weiß nicht, ob offiziell vom Aussterben bedroht, aber auf jeden Fall stark bedroht. Beruhigend, wie gesagt, wenn er bei uns ausstirbt, dann haben wir noch die recht stabile Alpenpopulation. Also heißt, im Bereich Mitteleuropa plus Alpen gibt es weiterhin dann Luchse. Und weltweit gibt es auch weiterhin Luchse. Von daher befinden wir uns, und das ist immer wichtig, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie selten eine Tierart eigentlich ist, am Rande ihres natürlichen Verbreitungsgebiets, wie es jetzt aktuell gerade noch Sinn macht. Eigentlich ohne Mensch wäre das Verbreitungsgebiet deutlich größer. Flächen, an denen es sinnvollerweise jetzt noch Luchse geben kann, wo sie auch offensichtlich ein gutes Leben führen können, da ist Deutschland wirklich kritisch zu hinterfragen, was dann halt eben Teil des dritten offiziellen Teils dieser Videoreihe sein wird, auch wenn ich nicht weiß, in wie viele Videoschnipsel ich das schneiden muss, damit ich es noch hochladen kann. Ne? Also das könnte durchaus ein paar mehr sein, aber offiziell sind es ja vier Teile, Einführung, Luchs, Wildkatze und Situation in Deutschland. Gut, das zum Verbreitung soll es erstmal gewesen sein. Zur europäischen, weltweiten Verbreitung. Jetzt habe ich hier folgendes Buch als Primärquelle. Ich habe auch noch in diversen anderen Büchern nachgelesen. Und da steht drauf, die Säugetiere Baden-Württembergs. Deswegen habe ich jetzt noch jede Menge Informationen, wie sich die Situation in Baden-Württemberg dargestellt hat. Das ist natürlich für Nicht-Baden-Württemberger gar nicht mal so interessant. Interessant ist aber, dass es durchaus eine lange Zeit eine gute, stabile Luchspopulation in Baden-Württemberg gegeben hat, die sich interessanterweise aber nicht im Schwarzwald befunden hat, wie es heute jetzt der Lebensraum wäre, wo man überlegt, ob man nicht wieder den Luchs ansiedeln könnte, sondern der ist lieber unten geblieben. Nicht, weil er im Schwarzwald nicht zurechtgekommen wäre, wir haben ja schon gesagt, der ist an Schnee ganz gut angepasst, sondern einfach, weil das ganze andere Wild, seine Beute, unten ist. Also innerhalb einer Großlandschaft, wo er potenziell überall vorkommen könnte, geht er dahin, wo er am meisten zu fressen findet. Jetzt muss man allerdings noch dazu sagen, dass der Schwarzwald damals nur eine sehr geringe Rehdichte hatte und das Hauptfutter für den Luchs damals im Schwarzwald irgendwelche Raufußhühner, Niederwild gewesen wäre. Also zum Beispiel Auerhahn. Auerhahn hätte er sich da jede Menge holen können. Nehme ich jetzt nochmal was vorweg. Der Auerhahn ist auch so einer der Knackpunkte, weshalb man sich mit der Wiederansiedlung des Luchses im Schwarzwald zum Teil deswegen durchaus schwer tut, weil der Schwarzwald ja auch eine der wenigen, ganz wenigen stabilen Auerhahn-Populationen in Mitteleuropa aufweist und dann den Luchs darauf loslassen. Diskutieren wir noch. Oh, wo wohnt jetzt so ein Luchs? Also was hat der gerne quasi in seiner Nachbarschaft, um sich wohlzufühlen? Dazu zwei wesentliche Dinge, die er braucht. Erstens, Wald ist ein Waldtier. Ganz klar ein Waldtier, geht aus dem Wald nur nachts raus, wenn die Chancen auf besonders fette Beute quasi am Rand vom Wald, nicht weit raus, sondern nur wirklich am Waldrand, besonders hoch ist. Zweitens, er braucht Deckung, ist ein Versteckwaldtier quasi. Und damit haben wir es eigentlich im Prinzip gesagt, was der haben will. Diese beiden Sachen, Wald, deckungsreich, fertig.
Innerhalb der Kategorie Wald- und Deckungsreich, da geht er dahin, wo es besonders viele Beutetiere gibt. Jetzt ist er vor 100 Jahren zuletzt ausgerottet worden bei uns. Seit den letzten 100 Jahren hat sich der Wildbestand potenzielles Luchsfutter extrem vergrößert. Der war davor auch schon hoch, jetzt ist er noch viel höher. Also es gibt wahrscheinlich enorm viel Futter für den Luchs, egal in welchen Wald mit Deckung man ihn reinsteckt. Deswegen können wir es quasi auf Wald mit Deckung runterbrechen. Das ist, was er braucht. Kann im Gebirge sein, im Tiefland war es ihm früher lieber, weil da halt eben das ganze Wild eher gewesen ist als oben in den Bergen. Jetzt wird auch das Wild oben in den Bergen deutlich mehr, weil es da halt auch hochgetrieben wird, weil unten ist schon alles voll. Also Rehe, das ist die Hauptbeute des Luchses in Deutschland. Frisst nahezu ausschließlich Rehe. Die paar Untersuchungen, die man diesbezüglich gemacht hat, die gehen von 95% Rehe aus in der Zahl der Arten, also meinetwegen, er hat 95 Rehe und 3 Mäuse und 2 Kaninchen gefangen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ganz so stimmt es nicht, aber ungefähr kommt es vielleicht hin. Massentechnisch sind wir sogar bei 98% Rehe. Also nahezu ausschließlich, weil die 2 Mäuse und die 3 Mäuse und die 2 Kaninchen machen nicht so viel Masse aus, verglichen mit dem ganzen Reh. Wie viel er zu fressen braucht, dazu kommen wir dann noch, das kommt alles. Jedenfalls, interessant ist, dass wenn man ihm einen deckungsreichen Wald gibt, dann ist er erstaunlich kompatibel mit Waldtouristen. Man hat in der Schweiz ganz genau nachweisen können, dass der Luchs 15 Meter, und das ist nun wirklich nicht viel, 15 Meter ist nix, selbst im Wald, neben einem stark frequentierten Wanderweg, also nicht nur einem üblicherweise stark frequentierten, sondern einem in diesem Moment stark frequentierten Wanderweg, hat er in Ruhe in seinem Riss gefuttert und es hat ihn nicht groß gestört, weil Deckung dazwischen. Also der Luchs weiß offensichtlich, dass er per se eigentlich ganz gut getarnt ist, dass er grundsätzlich sehr gut im Verstecken ist und wenn er dann in einer felsbrockenreichen, wurzeltellerreichen, totholzreichen Waldlandschaft unterwegs ist, dann hast du keine Chance, dieses Viech zu finden. Der kann eben 15 Meter nebendran in Ruhe fressen und du hast keinen Plan, dass er da ist. Früher hat man gedacht, der würde teilweise in den Bäumen auf Lauer liegen und dann vom Baum springen, um seine Beute entsprechend zu ergreifen. Und manche Waldbesucher werden früher, da gibt es so das eine oder andere historische Dokument, was da so ein bisschen darauf hinweist, wohl Angst gehabt haben, dass ihnen dann von oben der Luchs quasi in den Nacken springt. Sowas hat aber wahrscheinlich nie stattgefunden. Also da gibt es keinen auch nur ansatzweise glaubhaften Beleg, dass sowas mal vorgekommen wäre. Und man weiß auch von heute, dass die zwar sehr wohl klettern können und auch schon mal ganz gerne auf einen Baum klettern. Schon allein deswegen können sie gut klettern, wegen ihrer super scharfen Krallen. Da kommt man ja einfach bequem den Baum senkrecht hoch. Aber machen sie nicht so oft. Und warum sie es dann überhaupt tun, weiß man nicht. Zur Beutesammlung, sage ich jetzt mal, machen sie es jedenfalls nicht. Vielleicht auch Spaß an der Freude. Denn auch sowas gibt es im Tierreich. Da ist man sich inzwischen schon ziemlich sicher, dass das auch ein Faktor ist, der hin und wieder mal für manche Verhalten als Erklärung sehr wohl herhalten muss. Was die Scheuheit des Luchses angeht, noch eine Ergänzung. Es gibt auch schon Fälle, da hat er quasi direkt neben der Autobahn seine Jungen aufgezogen. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert und schien ihm wirklich wenig ausgemacht zu haben. Also das, was man aber wirklich bemerkt, sobald fehlende Deckung plus Mensch zusammenkommt, dann gibt es auch keinen Luchs. Bei Deckung und Mensch, dann ist okay. Bei keiner Deckung, Mensch, vorbei. Da siedelt sich niemals ein Luchs an und schon gar kein reproduzierende Luchsin. Den männlichen Luchs nennt man übrigens nicht Kater, sondern Kuder. Streng genommen eigentlich aus dem Jägerlatein kommenden, aber auch der Wildbiologe sagt in der Regel Kuder zum männlichen Luchs. Und die Luchsin, die heißt halt Luchs. Weiß nicht, dafür gibt es keinen Fachbegriff. Das ist ja oft so. Wenn es irgendeinen speziellen Jägerlatein-Namen für das eine der beiden Geschlechter gibt, dann ist immer für das Männchen. Ja, zum krasses Beispiel Hirsch.
das Tier selber, das heißt ja schon Rothirsch im Volksmund, gemeint ist damit das Männchen. Das Weibchen heißt Tier. Also im Jägerlatein, ne? Der Mann ist der Hirsch, das Weibchen ist das Tier. Finde ich immer so ein bisschen interessant.